Spaß geben, Stimme. Zwei Künstler, die sich dem Frohsinn verschrieben haben, und zwei international bekannte Opernstar werden sich nun unseren Fragen und Aufgaben stellen. Für den Humor begrüßen wir einen Mann, der immer die Lacher auf seiner Seite hat, und einen Imitator, auch seit Jahren, wie man so sagt, im Geschäft, und der es immer wieder versteht, neue Prominente stimmlich darzustellen. Wir erwarten nun zu unserem Spiel Heinz Eckner und Kurt Stadel. Heinz, ich brauche Sie eigentlich nicht vorzustellen, kann sagen, lange Zeit Kollege von Carell, dann waren Sie selbst Quizmeister in einer Serie, Einzelauftritte in vielen Fernsehsendungen, ja. Jetzt gleich wieder nach uns eine Sendung. Am Samstag, verstehen Sie Spaß, die haben mich erwischt, die Brüder. Haben erwischt, ja. Dann wollen wir noch nicht so viel verraten. Das haben Sie abgenommen? Nee, das sieht nur so aus, ich habe einen guten Schneider. Einen guten Schneider? Ja. Es geht nicht um einen guten Schneider. Richtig. Ich las, dass Sie einmal Operette gesungen. Oder wie sind Sie überhaupt in dieses Fach gekommen? Ich wollte eigentlich Schauspieler werden, und, aber leichte Sachen. Und dann bin ich zur Operette gegangen. Mein Vater hat es mir verboten. Musste ich einen anständigen Beruf lernen, wie sich das gehört. Und bin Elektriker. Also richtig jemand, mitprüfen. Ja. Wenn jemand kurzlos hat, kann er Bescheid sagen. Ja. Kriege ich wieder hin, dann brennt natürlich der ganzen Stadt nichts mehr, aber das ist ja dann egal. Ja. Und dann habe ich angefangen im Theater, habe ein bisschen Gesang studiert, Tanz studiert. Ich war ja Tanzbuffo. Ja? Damals habe ich 126 Pfund gewogen. Das ist schön. Und welche Operetten haben Sie zum Beispiel gesungen? Ach, eigentlich alles an gängigen Operetten und Singspielen, die es damals ja gab. Nennen Sie mal eine und singen Sie mal. Sagen Sie mal. Land des Lächelns. Dieses Meine Liebe, Deine Liebe, haben Sie? Das ist... Nein, ich mach mal einen Akkord. Mach mal sehen. Meine Liebe, Deine Liebe, die sind beide gleich. Jeder Mensch hat nur ein Herz und nur ein Himmelreich. Meine Liebe, Deine Liebe hat denselben Sinn. Ich liebe dich und du liebst mich und da liegt alles drin. Ja. Kurt Stadel, Stimmenimitator, nicht Parodist? Ja, eigentlich beides. Ja. Imitator und Parodist. Einige Parodien, aber überwiegend Imitationen. Also die Stimme. Richtig. Ja. Mit welcher Stimme haben Sie denn begonnen? Wo sagte man, aha, das ist der erste große? Oh, das ist lange her. Vico Doriani habe ich eigentlich einmal ganz gerne gesungen. Was zum Beispiel von ihm? Ja, dieses Azzurro. Ja. Heinrich, kannst du das? Sing mal. Wollen wir gucken, ja. Okay. Azzurro, so hieß der Himmel für Verliebte, denn Azzurro heißt blau. Azzurro, so hieß die Welt für mich, wenn die sich in die Augen dir schaut. Ja, das genügt jetzt. Das ist wirklich bitter. Und ich weiß genau, dass er lachen wird. Ja, da hat es doch noch nie gegeben. Nein, Gott sei Dank nicht. Nein. Wer kam denn sonst so noch? Wen haben Sie dann? Dann habe ich mir einen Sänger ins Repertoire genommen, habe ich gesagt, also wenn ich schon nicht so gut aussehe wie der, dann möchtest du mit dem singen wie er. Ja, das war eigentlich der Rex Gildo. Sie haben das schon genommen, dann machen wir welchen Titel denn? Hier, Marie, der letzte Tanz. Kennst du das? Marie, der letzte Tanz siehst du für dich. Lass dich lieben, meinen Leben nur du. Ja, danke, danke. Ich muss Ihnen erzählen. In Ihrem Programm machen Sie das ja 45 Minuten bis eine Stunde. 45 Minuten bis immer eine andere. Stunde, ja. Immer andere. Also nehmen wir noch mal einen, der jetzt so noch en vogue ist und große Arme. Der immer noch eigentlich sehr gut ankommt, und das ist eigentlich der Karel Gott, muss ich sagen. Ja, der kommt immer gut an. Ja. Wollen wir den auch noch mal als letzten bis verraten? Ja, machen wir mal. Machen wir Karel Gott. Einmal um die ganze Welt. Einmal um die ganze Welt. Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Ich kenne
kenne ihn und er immer wieder gerne seine Parodien. Jetzt beginnt aber der Ernst des heiteren Spiels. Hier die erste Frage. Bayern München oder Werder Bremen? Die Bayern haben ja vorgestern einen großen Schritt vorwärts gemacht zur Meisterschaft. Werden wahrscheinlich deutscher Meister. Nennen Sie mal Fußballvereine der ersten und der zweiten Bundesliga, die Ihnen so einfallen, aber nicht nur Städte, wenn es geht. Ein paar werden wir anerkennen, aber nicht nur. Achtung, 15 Sekunden. Dalli, dann. Werder Bremen. HSV. Eintracht Braunschweig. Bayern München. Borussia Dortmund. Schalke 04. Mannheim. Kaiserslautern. Siehste, da kannte ich noch einen. Karlsruhe SC. VfL Bochum. Ja, stopp. Karlsruhe SC. VfL Bochum wollen wir nicht noch mitnehmen? Oh ja, gibt es. Gehen wir es dazu, war beim Gongschlag. War beim Gongschlag, also haben wir 10. 10 ist immer schon ganz gut. Sie wollen Ihrer Frau helfen. Welche Arbeiten nehmen Sie ihr denn ab? 15 Sekunden, Sie beginnen jetzt. Dalli, dann. Fenster putzen. Einkaufen. Stube sauber machen. Teller waschen. Bügeln. Gläser waschen. Frühstücken. Löffel waschen. Mittagessen kochen. Gabeln waschen. Abendessen kochen. Messer waschen. Gute-Nacht-Lied singen. Großtöpfe waschen. Er scheint eine Waschmaschine zu sein. So. Fürs Lügen müssten wir eigentlich einen Punkt abziehen. Nein, nein. Aber es ist so schön, dass Herren mehr von Frauen verstehen als von Fußball. Alle 14. Ja, ja, da hat sie recht. Gut. 10 mal 14 sind 140. Nun kommen Sie mit und sollen Sie Dalli Baseball spielen. Also